7.51 Uhr, guten Morgen. Wir haben einen ganz schönen Fernsehmoment für Sie, für uns alle. Jeder Mensch gehört dazu, ganz natürlich. Alle dürfen mitmachen, egal wie du aussiehst, welche Sprache du sprichst oder eben ob du eine Behinderung hast. In einem Wort, Inklusion. Und das ist ein Thema, das vor allem Ihnen ganz besonders am Herzen liegt, Ross Anthony. Guten Morgen, Ross. Guten Morgen, meine Süßen. Es wundert mich nicht. Und Angela ist dabei. Genau. Ihr habt nämlich ein ganz tolles Projekt zusammen gemacht. Und warum und wie ihr zueinander gefunden habt, das werden wir jetzt klären. Sollen wir erstmal in den Song reinhören? Aber ja, los. Definitiv. So sieht er aus. Ich liebe die Liebe. Wahnsinn. So schön. Wahnsinn. Schöne Bilder auf jeden Fall. Ihr habt zusammen gedreht, du hast ein neues Album rausgebracht, Ross. Und das 100% ist ganz, Ross, ganz toll. Ja. Da geht es in dem Song um die Liebe zu allen Menschen und auch um Inklusion. Aber überhaupt ist dieses Album dein Werk. Du hast mitgeschrieben, das sind deine Songs. Was ist da anders als bei den anderen Also man Alben, merkt, dass es ist viel mehr gefühlvoller. Ne? Das ist halt, die Texte gehen richtig im Herz rein. Die meisten Songs, wir reden über Liebe die ganze Zeit. Und das ist eine wichtige also Heilmittel, finde ich, in diese jetzige Zeit, wo alles nicht so einfach ist. Ich finde das ganz beeindruckend. Du hast uns ja gerade eben schon erzählt, das ist das erste Mal, dass du wirklich mit deinem eigenen Schaffen, also du gehst das erste Mal mit einem Album raus, hier ist übrigens eine tolle Box, mal kurz gucken, schickes Foto. Und nimmst gleich ein wirklich super wichtiges und gleichzeitig ernstes Thema, das jetzt nicht zwingend nach Pop-Song sofort klingt. Inklusion kommt gerne mal so brachial daher. Ja. Dabei sollte es uns eigentlich sehr viel einfacher fallen heutzutage. Aber leider ist es immer noch nicht so. Warum ist dir das so unglaublich wichtig? Warum hast du das mit aufgenommen? Weil ich habe jetzt 20 wunderschöne Tage mit Menschen wie Angela gebracht und verbracht. Und das war wirklich toll. Und die haben mir wirklich die Welt gezeigt, wie es eigentlich sein soll und das Leben. Mhm. Und ich habe wirklich die Zeit mit die wirklich genossen. Und ich habe gesagt, mein Gott, ich muss auf jeden Fall mit meiner Produzentin zusammen ein Album schreiben über, was wichtig ist im Leben. Und das habe ich tatsächlich gemacht mit der Hilfe von Angela und allen anderen. Ne? Angela, wie war denn der Dreh? Wie war das für dich? Wurde euch gesagt, was ihr machen müsst, oder habt ihr einfach losgelegt? Wie war das? Also wir haben losgelegt. Aber erzählt die Geschichte, ne? Also die wollten immer in einem Musikvideo mitspielen, ne? Also Angela und die anderen auch. Ich wollte mitmachen. Und dann, weil du gerne Musik hörst? Ich liebe purer Schlager. Alles klar. So geil, du bist Rossi, so krass. Rossi hat eben schon erzählt, du arbeitest sonst tagtäglich sehr, sehr hart. Ne? Was ist dein Beruf, was machst du? Ja, ich bin eine Mitarbeiterin von Johannes Diakonie. Mhm. Und was machst du da jeden Tag? Also mit Schrauben, Gläsern. In einer Werkstatt, in so einer Werkstatt arbeitest du? Ja. Mit anderen, die auch eine ähnliche Behinderung haben, oder sind da ganz unterschiedliche? Wir sind nicht unterschiedlich, die sind so wie ich. Mhm. Ah, okay. Ja, das ist ja auch schön, ne? Wenn man dann einfach mal... Du bist auch stolz drauf. Ich bin stolz darauf. Kann es auch sein. Ja. Also ich stehle den Show jetzt gerade, ne? Ja, so können sofort Feierabend machen. Du hast mit Marianne Rosenberg unter anderem zusammengearbeitet. Ja, also das war wirklich toll. Wie war das? Also wir kennen uns sehr gut, ich und Marianne. Ne? Und sie kam auf mich irgendwann zu und hat gesagt, ey Junge, ich habe einen Song für dich. Und es passt perfekt zu dir. Ich habe dich über die letzten Jahre beobachtet, wie du bist und wie du tickst und was du machst. Und und das ist die aktuelle Single. Ne? Ich liebe die Liebe. Und es ist ganz toll, dass solche Menschen wirklich dann Gedanken macht auch. Ne? Und dann die sagen halt, wir wollen auf jeden Fall was für dich machen. Es ist uns wichtig, weil du bist so ein guter Laune-Bär, sagen die immer. Ne? Ein guter Laune-Mensch. Und das spürt man die ganze Zeit, wenn man dich sieht. Und das ist mir wichtig, ne? Dass in so einer Welt, wo wir kämpfen müssen gerade, dass wenn die Leute mich wenigstens sieht, dass die Spaß haben. Definitiv. Guck mal, das ist so seriös heute. Na ja, das ist total spannend. Vater, hat sich das geändert, als du seitdem du Kinder erziehst, deine eigenen Kinder hast, hat sich dein Blick auf dieses Thema noch mal verändert? Also als Vater ist das natürlich was Besonderes. Ne? Ich glaube, viele Leute können dazu stimmen. Ne? Aber als ich mit dir hier, also mit Angela und ihr Team gearbeitet habe, hat mein Leben krass verändert. Und
Sie hat mein Leben verschönert. Und deswegen, dass wir immer noch Kontakt haben. Es ist schön, dass die Show wird eine zweite Staffel geben. Ne? Wir werden dieses Jahr wieder on the road sein. Und da freuen wir uns tierisch drauf. Angela, du hast noch eine Überraschung dabei. Ist sie für jetzt oder ist sie für später? Ich glaube, also, es ist für mich, oder, Angela? Ja, das ist für den Ross and Journey. Was hast du denn dabei? Darf ich das Ja, aber ich will es mal live übertragen, weil in den... Aha! Stark, Tanzsportzentrum Moosbach e.V. Bist du da? Tanzt du da auch? Ja, und es ist ja eine Überraschung. Ist ja eine Überraschung machen für den Ross Anthony. Ross Anthony, du wirst eingeladen in Moosbach bei mir beim Tanzclub. Oh. Na, damit das offiziell. Ist auf jeden Fall dahin gehen. Ja, da wir sind da ja noch nicht eingeladen worden. Die Choreografie aber auch mal mit einstudieren. In mein Alter? Und dann macht ihr auch wieder ein Video, ne? Und dann zeigst du uns das auch wieder. Angela, schön, dass du da bist. Vielen Dank. Ja. Oh. Ganz, ganz toll. Und ganz viel Erfolg mit deinem neuen Album, was Danke. So viel von dir Danke. Und von deinem Herz zeigt.